Stiftung Warentest, Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet. Ich bin angekommen im Kapitel Haut, Haare bei der Schuppenflechte und es geht um die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe in alphabetischer Reihenfolge. Und das Ganze schließt mit den Vitamin-D-Abkömmlingen, die äußerlich angewendet werden. Und die sind geeignet bei Schuppenflechte zur äußerlichen flächenmäßig begrenzten Behandlung. Danach kommt ein gelber Kasten, wie Cremes, Salben und etc. Salben etc. wirken. Den lese ich danach noch vor. Vitamin-D-Abkömmlinge, in Klammern äußerlich. Calcipotirol, Calcitriol und Calcitol sind Abkömmlinge von Vitamin D. Calcipotirol, Calcitriol und Calcitol sind Abkömmlinge von Vitamin D. Calcipotriol, Calcitriol, Calcitol, grün. Geeignet bei Schuppenflechte zur äußerlichen flächenmäßig begrenzten Behandlung. Der erläuternde Text. Bei 30 bis 50 von 100 Patienten mit leichter bis mittelschwerer Schuppenflechte besserte sich durch die äußerliche Anwendung der Arzneimittel der Hautzustand innerhalb von 4 bis 6 Wochen deutlich. Wichtig zu wissen. Die Behandlungsdauer mit Calcipotriol und Calcitriol sollte möglichst auf 8 Wochen beschränkt bleiben. Sonnenlicht kann die Arznei unwirksam machen, deshalb empfiehlt sich die Anwendung vor allem am Abend. Treten Herzrhythmusstörungen wie Herzrasen oder Herzstolpern auf, müssen Sie sofort einen Arzt aufsuchen. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Kinder unter 6 Jahren dürfen Salben mit Calcipotirol nicht bekommen. Alle anderen Zubereitungen dieses Wirkstoffes dürfen nicht bei Kindern unter 18 Jahren angewendet werden. Tacalcitol sollte nicht bei Kindern unter 12 Jahren und Calcitriol gar nicht bei Kindern angewendet werden. Für Schwangerschaft und Stillzeit. Es gibt bisher kaum Erkenntnisse zur Anwendung dieser Medikamente in Schwangerschaft und Stillzeit. Deshalb sollten Sie sie besser nicht anwenden oder nur dann, wenn der Arzt die mit damit verbundenen Risiken für vertretbar hält. Es gibt bisher kaum Erkenntnisse zur Anwendung dieser Medikamente in Schwangerschaft und Stillzeit. Deshalb sollten Sie sie besser nicht anwenden oder nur dann, wenn der Arzt die damit verbundenen Risiken für vertretbar hält. Das Kapitel schließt mit einem gelben Kasten, wie Cremes, Salben etc. wirken.